Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! Im 12. Jahrhundert rebelliert eine Frau. Wir werden gehen. Was bildest du dir eigentlich ein? Die deutsche Prophetin wird Hildegard von Bingen genannt. Sie ist die bekannteste Deutsche des Mittelalters. Medizinerin, Visionärin und Managerin. Im Herbst des Jahres 1147 kommt Papst Eugen III. Persönlich ins Reich der Deutschen. Er wolle auch, so heißt es, über das Schicksal einer Nonne namens Hildegard entscheiden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Sie sei die Posaune Gottes, behauptet sie. Welch eine Anmaßung! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Dieses Weib ist vom Teufel besessen. Sie ist von Gott auserwählt. Sie lästert Gott. Prophetin Gottes oder Sprachrohr des Teufels? Vom Wort des Papstes hängt Hildegards Schicksal ab. Das Reich zu Beginn des 12. Jahrhunderts. Eine Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung. Nach einer jahrhundertelangen Kälteperiode ist es endlich wärmer und trockener geworden. Das angenehmere Klima bringt höhere Erträge auf den Feldern, verbessert die Ernährung der 5 Millionen Menschen, die das Reich bevölkern. Am Ende des Jahrhunderts werden es schon 10 Millionen sein. Die meisten von ihnen siedeln an den Strömen, vor allem entlang des Rheins. Hier blühen die Zentren Köln, Speyer und Mainz. Unweit dieser Bischofsstadt wird im Jahre 1098 ein Mädchen namens Hildegard geboren. Sie ist das jüngste von 10 Kindern. Ihre Eltern bewirtschaften einen Herrenhof. Mädchen, träumst du schon wieder? Komm, ich zeig dir, wie man spinnt. Das musst du später alles mal können. Dein Herr wird von dir erwarten, dass du die Mägde anweisen kannst, verstehst du? Mein Herr? Mhm. Wer ist denn mein Herr? Du wirst schon sehen. Hildegard war eine Adlige. Das waren vielleicht 1 oder 2% der Gesellschaft. Aber das waren diejenigen Frauen, die noch eine kleine Wahl hatten. Das heißt, die Wahl bestand darin, entweder zu heiraten, und das wurde nach Interessen der Familie getan, nicht nach Liebe und Gefühl, und das andere war, ins Kloster zu gehen. Über die Frauen des Mittelalters wissen wir wenig. Die Kaiserinnen sind bekannter, wie Theophanu, die Frau Ottos des Zweiten. Oder Beatrix von Burgund, die ihr Mann Friedrich Barbarossa so verehrte. Die meisten Frauen aber bleiben namenlos, verbringen ihr Leben zwischen Feld und Familie. Wegen der hohen Sterblichkeit im Kindbett wurde eine Deutsche im Mittelalter durchschnittlich nicht einmal halb so alt wie heute. Ein vorgezeichneter Weg, so scheint es. Doch dann geschieht etwas, das Hildegards Leben in andere Bahnen lenkt. In ihrer Vita steht: Ich sah ein so großes Licht, dass meine Seele erzitterte. Aber wegen meiner Kindlichkeit vermochte ich, nichts davon vorzubringen. Unerklärliche Bilder und Visionen begleiten sie von nun an.
Sind es Zeichen des Himmels? Überall im Reich ist der Glaube das Zentrum des Lebens. Es ist eine Zeit, in der die Liebe Gottes wichtiger ist als die Liebe zur Familie. Der Schöpfer ist allgegenwärtig, Tag und Nacht, in Alltag und Feiertag, bei Kindern und Alten. Die Furcht vor dem Fegefeuer ist so verbreitet wie heute die Angst vor todbringender Krankheit. Wer ohne den Segen der Kirche stirbt, ist überzeugt, bis in aller Ewigkeit im Höllenfeuer zu schmoren. Nur wer gottgefällig lebe, finde Aufnahme ins Paradies. Hildegards Eltern haben entschieden, dass die Tochter ein Leben ganz für Gott führen soll. Am Allerheiligen 1112 findet sie Aufnahme im Benediktinerkloster Disibodenberg im südlichen Hunsrück. Über ihren Lebensweg wird von nun an der Abt bestimmen. Das ist unsere Tochter Hildegard. Sie möchte dem Herrn dienen. Der Herr möge dieses Mädchen prüfen und es als Opfer annehmen. Wir nehmen dich an, Hildegard. Sei dem Herrn gefällig und gehorche ihm. Für dich beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. Und nun nehmt Abschied voneinander. Bitte für uns. Leb wohl, mein Kind. Und jetzt geh. Kein Kontakt mehr zur Außenwelt. Ein Leben in totaler Abgeschiedenheit beginnt. So behauptet zumindest die Überlieferung. Doch ganz so war es nicht. Also wir müssen da abstrahieren von unserer Sicht der Dinge, als ob das Kloster ein Gefängnis war. Oder etwas, wo Frauen in einer ganz strengen Klausur waren. Das war etwas, was sich erst nach Hildegards Tod entwickelt hat. Hildegard ist nicht allein. Von Beginn an bei ihr ist Jutta von Sponheim, eine fromme Gelehrte, 8 Jahre älter als das Mädchen. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr gibt mir Kraft und Zuversicht. Vor wem also sollte mir grauen? 25 Jahre werden die beiden gemeinsam im Kloster verbringen. Immer mehr junge Mädchen schließen sich ihnen an. Sie beten und studieren. Ein kleiner Konvent aus adligen Frauen entsteht. In diesen ruhigen Jahren muss Hildegard einen Großteil ihrer außergewöhnlichen Bildung erworben haben. Noch ist sie eine folgsame Nonne, die sich ihrer Oberin, der Magistra Jutta, fügt. Und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Amen. Rechtlich sind die Frauen dem Männerkloster Disibodenberg unterstellt. Mehr als 80 Mönche leben hier. Bis auf gelegentliche Besuche streng abgeschirmt von den Frauen. Noch heute bieten die Ruinen auf dem Disibodenberg einen imposanten Anblick. Der Erzbischof von Mainz hatte das Kloster an der Nahe erheblich ausbauen lassen. Vor Ort lässt sich manches noch immer in seiner ursprünglichen Funktion erkennen. Überreste von Bibliothek und Aufenthaltsräumen. Die kleine Kirche, an der sich vermutlich auch die Frauenklause befand. Ein gigantischer Backofen, der bis zu 100 Menschen mit Brot versorgen konnte. Und die Überreste des Hospizes für die Kranken, das ein Jahrhundert nach Hildegard entstand. Die Klöster bestimmen das geistige und wirtschaftliche Leben im Reich. Sie sind die größten Unternehmen. Ihre Ländereien umfassen ganze Regionen.
Manche Äbte sind mächtiger als Fürsten und Herzöge. Sie unterstehen direkt dem römisch-deutschen Kaiser und nicht den Landesherren. Doch ihre größte Bedeutung, sie stiften Kultur. Die geistlichen Einrichtungen haben das Bildungsmonopol. Hier wird Wissen erworben und verbreitet. Jahrhunderte vor der Erfindung des Buchdrucks muss jedes Buch per Hand geschrieben oder kopiert werden. Zehntausende Deutsche verbringen ihr Leben in Klöstern. Sie leben nach der Regel, die Benedikt von Nursia, der Vater des europäischen Mönchtums, im 6. Jahrhundert aufgestellt hat. Ihr Alltag besteht aus Beten und Arbeiten. Ora et labora. Den Tag teilt das sogenannte Chorgebet ein. 7 Wortgottesdienste zwischen dem Morgengrauen und der Dämmerung. Das verlangt Disziplin. Wie aber pünktlich sein? Das Mittelalter kennt keine Uhrzeiten. Man braucht sie nicht, denn es gibt keine präzisen Termine. Die Länge der Stunden hängt vom Tagesbeginn ab. Gezählt werden 12 gleich lange Stunden. Und so misst im dunklen Winter eine Stunde gerade mal 40 Minuten. Gemessen wird die Zeit mit Sonnenuhren für den Tag oder Wasseruhren für die Nacht. Zu Hildegards Zeiten wird das Stundenglas erfunden. Manchmal ist es mit gemahlenen Eierschalen gefüllt, daher der Name Eieruhr. Aus der frommen Notwendigkeit, Tag wie Nacht die Gebetszeiten pünktlich einzuhalten, kommen dann später in Klöstern und Stiften die ersten mechanischen Turmuhren auf. Das Benediktinerkloster auf dem Disibodenberg gehört zu den fortschrittlichsten Anlagen seiner Zeit. Erhalten sind Teile von steinernen Wasserleitungen, die das Kloster aus Filterzisternen mit Frischwasser versorgen. Als Hildegard 1112 auf den Disibodenberg zieht, landet sie in einer Baustelle. Erst nach und nach errichten die Mönche eine 30 Meter breite und 52 Meter lange Kirche, fast so groß wie der Dom von Mainz. Es entstehen Wohn- und Wirtschaftsräume. Eine Stadt im Kleinen, die alles bietet, was eine Gemeinschaft braucht. Auch Schutz durch eine mächtige Klostermauer. Ein Doppelkloster wie das auf dem Disibodenberg legt auf räumliche Trennung zwischen den Geschlechtern größten Wert. Mehr als platonische Beziehungen zu den männlichen Klosterbewohnern sind streng verboten. Der Verzicht auf alle leiblichen Genüsse soll den Geist frei machen für die Nähe Gottes. Das Auspeitschen des Körpers soll die Geißelung Christi nachfühlen lassen. So versteht Hildegards Oberin Jutta von Sponheim ihren Glauben. Jutta von Sponheim ist kein Einzelfall. Die Jahre zu Beginn des 12. Jahrhunderts sind geprägt von einem allgemeinen religiösen Aufschwung. Die Massen wurden erfasst von dem religiösen Reformgedankengut und hunderte von Klöstern und Reformstiften sind damals entstanden. Das führt dazu, dass es auch zu einer Konkurrenz zwischen den verschiedenen Richtungen kommt und führt auch zu einer ganz eklatanten Radikalisierung in diesen Bewegungen. Es ist auch die Zeit der Kreuzzüge. Tausende Europäer verlassen ihre Heimat und kämpfen im Heiligen Land für die Vorherrschaft der Christen. ...1136 stirbt Jutta von Sponheim. Ihre Mitschwestern bereiten die Waschung der Leiche vor und entdecken einen Bußgürtel,
mit dem sich die Oberin über Jahre selbst kasteit hat. Ihr müsst es sehen. Der Herr will nicht, dass wir unseren Leib zerstören. Ich glaube, das war einerseits ein Trauma für die junge Hildegard. Und es hat dazu geführt, ganz typisch, dass sie sich sagte, das will ich nicht. Ich will den Menschen nicht mit Askese belasten und ihm Lasten aufladen, die er nicht tragen kann. Hier ist, glaube ich, ein Kern für die menschenfreundliche Theologie und das menschenfreundliche Weltbild der Hildegard entstanden in der Abnabelung von ihrer Meisterin. Hildegard wird Jutas Nachfolgerin als Magistra der Frauen. Fast 4 Jahrzehnte lebt sie mittlerweile auf dem Disibodenberg. Ein Menschenalter in jener Zeit. Probier diese Beeren, Schwester. Nein, danke. Sie sind einfach köstlich. Nein. Doch in einem Alter, in dem eine Frau damals meist schon mit dem Leben abgeschlossen hat, beginnt gerade erst Hildegards Karriere. Schwester, wir werden bald einen neuen Garten anlegen. Viel größer und schöner als diesen hier. Magistra, ich meine, wir sollten zufrieden sein mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Ja, lasst uns bescheiden bleiben und dem Herrn danken, Magistra. Ihr dankt dem Herrn für seine wundervolle Schöpfung. Aber ihr nehmt sie gar nicht wahr. Schaut, was der Herr uns Großes geschenkt hat. Es gibt noch so viel zu entdecken. Genuss ist eine Sünde, Magistra. Versteht ihr das denn nicht? Nein, das will ich nicht verstehen. Atmet und schmeckt die Wunder des Herrn. Hildegard muss sich während dieser Jahre ein verblüffendes Wissen um die Natur, vor allem die Pflanzen ihrer Umgebung, angeeignet haben. Es sind wohl auch die Jahre, in denen die Grundlagen der Schriften entstehen, die den Ruhm Hildegards bis heute begründen. Sie sammelt und deutet das Wissen ihrer Zeit über Heilkräuter und Nahrungsmittel. Aber sie befasst sich auch mit Tieren und selbst mit Steinen. Causae et Curae, das Buch von den Krankheiten und ihren Heilungen. Und Physica, die Schrift ihrer medizinischen Rezepturen. Hildegards medizinische Kenntnisse sind bis heute legendär. Die Forschungsgruppe Klostermedizin der Universität Würzburg will das Heilwissen des Mittelalters wieder beleben. In den Schriften Hildegards von Bingen finden Sie immer wieder neue, alte Wirkstoffe. Die Hildegard nimmt eine echte Ausnahmestellung ein, denn sie verbindet religiöse, theologische Vorstellungen mit medizinischen Vorstellungen und auch wieder und volkstümlichen Vorstellungen. Also diese Mixtur ist wirklich ganz einmalig, auch in der Klostermedizin. 1140, 4 Jahre nachdem sie Magistra geworden ist, beschließt Hildegard, das Geheimnis zu lüften, das ihr gesamtes Leben begleitet hat. Sie behauptet, Visionen zu haben und wundersame Dinge zu sehen. Visionen? Und was um Himmels Willen sieht sie? Immer wieder, so behauptet Hildegard, verändere sich ihre Wahrnehmung und sie empfange Offenbarungen vom Himmel. Als ich 42 Jahre und 7 Monate alt war, sah ich ein überaus starkes, feuriges Licht aus dem geöffneten Himmel kommen. Es durchströmte meinen Geist, mein Herz und meine Brust ganz und gar gleich einer Flamme, die jedoch nicht brennt, sondern erwärmt. Es erglühte mich wie die Sonne. Und plötzlich hatte ich die Einsicht in Sinn und Auslegung der Psalter und des Evangeliums, des Alten und des Neuen Testaments. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sprechen: Rede also von diesen wunderbaren Dingen.
In wochenlanger Arbeit ritzt sie die Worte in eine Wachstafel. Pergament wäre viel zu teuer gewesen. Erst die Reinschrift, bei der ihr ein Mönch und eine Nonne behilflich sind, wird mit Tinte auf Pergament übertragen. Der Skivias, übersetzt Wisse die Wege, ist Hildegards erste Schrift, in der sie 26 Visionen beschreibt. Sie legt die Heilsgeschichte aus, die Geschichte der Schöpfung, der Erlösung und das Ende der Zeiten. Sie sagt, der Herr selbst spreche durch ihren Mund. Gottes Wort durch den Mund eines Weibes? Was meint ihr, ist sie vom Teufel besessen? Die Wege des Herrn sind unergründlich, Bruder Vollmer. Und er schaut selbst auf die niedrigste seiner Mägde. Doch hätten wir wirklich eine Seherin in unserem Kloster? Könnte das von Nutzen sein? Ein Kloster bedeutete damals einen ungeheuren Wirtschaftsfaktor. Wenn eine adlige Nonne ins Kloster ging, wurde sie die Braut Christi und sie brachte dem Kloster sozusagen eine Mitgift mit. Und das waren in diesem Fall damals Ländereien, Mühlen, Dörfer, alles Dinge, die für ein Kloster und seinen Fortbestand wirtschaftlich sehr wichtig waren. Hildegards Fähigkeiten sprechen sich herum und machen das bis dahin kaum bekannte Kloster berühmt. Für den Abt ist Hildegard ein wertvolles Pfund, mit dem er wuchern kann. Doch auch die Nonne weiß, was sie wert ist. Sie zieht die zahlungskräftigen Novizinnen an wie ein Magnet. Jede will von der Frau unterrichtet werden, die offenbar in direktem Kontakt zu Gott steht. Schwester Hildegard, was führt dich zu mir? Der Herr selbst, der meine Wege leitet. Der Herr selbst, sagst du? Meine Schwestern und ich werden Disi Bodenberg verlassen. Gott hat uns einen neuen Platz zugewiesen. Wir werden ein Frauenkloster gründen. Ihr glaubt, dass ich euch gehen lasse? Ja, lass uns gehen. Ihr habt das Gelübde abgelegt. Benedikts Regel verlangt Gehorsam von euch. Die Regel Benedikts ist mir so heilig wie dir. Doch Benedikt selbst hat die Gründung neuer Klöster immer befürwortet. Wir werden gehen. Was bildest du dir eigentlich ein? Das lebendige Licht, das zu mir spricht, hat mir befohlen zu gehen. Hildegard, verirre dich nicht. Nicht jeder, der ein Licht sieht, ist ein Prophet. Ihr werdet nicht gehen. Noch hat Hildegard sich zu fügen. Sie ist dem Abt Gehorsam schuldig. Doch verfügt sie über eine Waffe, gegen die keine Macht der Welt etwas ausrichten kann. Die Stimme des Allerhöchsten. Gott habe sie aufgefordert, zu sprechen wie die Propheten des Alten Testaments. Ist das wahre Offenbarung? Oder der raffinierte Trick einer Frau, die sich ansonsten nicht Gehör verschaffen kann? Moderne Wissenschaft ist skeptisch. Sie vermutet hinter einigen von Hildegards Bildern eher einen Drogenrausch der Kräuterkundigen. Die Alraune beispielsweise, eine seit jeher sagenumwobene Pflanze, hat die Nonne intensiv beschrieben. Die Hildegard wusste, dass Alraune
magische Vorstellungen hervorruft. Das schreibt sie selbst. Sie sagt, man muss die Alraune erst mal einen Tag lang in frischem Quellwasser wässern, also wirklich in die Quelle, sodass die Inhaltsstoffe weggezogen werden. Erst dann könnte man sie innerlich verwenden, ohne Wahnvorstellungen zu bekommen. Aber hat sie sich auch selbst daran gehalten? Auch naturwissenschaftliche Erklärungsansätze wurden gesucht. So erinnern manche Bilder an Migränebeschreibungen, andere an sogenannte Halos, seltene Lichteffekte in der Natur. Religionswissenschaftlich gesehen sind Visionen eine ganz normale Form der Wirklichkeitserfahrung. In ganz, ganz vielen Religionen, vor allen Dingen auch im Christentum, sind unmittelbare Gotteserfahrungen von Anfang an dabei. Zwei weitere große Schriften wird Hildegard bis zu ihrem Lebensende verfassen. Den Liber Vitae Meritorum und den Liber Divinorum Operum. Ein Begriff ist Zentrum all ihrer Schriften. Viriditas, die Grünkraft. Sie ist der zentrale Motor, der die Schöpfung, den ewigen Kreislauf vom Werden und Vergehen, aufrechterhält. Und so manche Textpassage wirkt, als würde Hildegard die Schattenseiten unserer Moderne beschreiben. Immer wieder, so die Visionärin, greife der Mensch in den Kosmos ein und die Natur antworte mit einem wilden Schrei. Wir, die Elemente, die Lüfte, die Wasser, wir stinken schon wie die Pest. Alle Winde sind voll Moder. Und die Luft speit so viel Schmutz aus, dass die Menschen kaum noch wagen, ihren Mund aufzumachen. Mit Hellseherei hat das wohl wenig zu tun. Man kann vielleicht sagen, es liegt an einer bestimmten Weltsicht Hildegards. Entscheidend aber dürfte sein, dass Hildegard durchaus die Veränderungen in ihrer eigenen Zeit erkannt hat. Umweltverschmutzung ist nicht nur ein Phänomen unserer Zeit. Auch in ihrer Zeit waren Flüsse verschmutzt, wurden Wälder abgeholzt. Darauf ziehen wohl diese Sätze ab. Und man wird vielleicht sagen können, Hildegard war so etwas wie eine erste Grüne. Die alte Klause auf dem Disibodenberg ist längst zu klein. Auch um Hildegard zu halten, lässt der Abt eine neue, erheblich größere bauen, mit Räumen für Bedienstete und einem Wohnturm. Die neue Klause hat einen eigenen Eingang durch die Klostermauer. Denn Hildegards Wissen zieht auch die Menschen der Umgebung an. Schon wieder was Kleines? Die Nonnen sind als Hebammen hochgeschätzt und erfahren dabei auch manches, was für fromme Ohren so gar nicht geeignet scheint. Das achte, wenn ich richtig gezählt habe. Eigentlich schon das elfte. Drei hat der Herr gleich wieder zu sich genommen. Doch mein Mann und ich, wir können einfach nicht voneinander lassen. Wenn wir in der Nacht beieinander liegen, dann wird es hier unten ganz warm. Als würde ein Feuer in mir lodern. Ein gewaltiges Feuer, gegen das ich mich nicht wehren kann. So ist es bestimmt, wenn man den Himmel schaut und die Engel des Herrn läuten, dann singen sie nur für mich. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Schwebe über ein Meer von Blumen. Nein, keine Blumen. Eigentlich sind es viele Lichter. Viele bunte Lichter, die mich umkreisen. Und so stammt von ihr, der Nonne Hildegard, die wohl erste schriftliche Darstellung des weiblichen Orgasmus. So fest, als würde ein Mann seine Faust mit aller Kraft zusammendrücken. Dass eine Frau so darüber schreibt, ist etwas ganz Ungewöhnliches. Und sie bringt es aber immer in den Zusammenhang mit Liebe. Auch das ist da wirklich erstaunlich, denn die katholische Theologie bis in unsere Zeit war ja eigentlich der Meinung, dass Sexualität vor allem mit Fortpflanzung zu tun hat. Nein, sie schreibt von Liebesumarmungen. Das heißt, der Grund ihrer Theologie, Gott ist die Liebe, nimmt den Körper nicht aus. Und das darf man ohne weiteres als modern und zeitgemäß schildern. Doch eine Revolutionärin in gesellschaftlicher Hinsicht ist sie nicht. Aber Hitze und Anstrengung sind vorerst nichts für dich. Und hier von dreimal am Tag ein Aufguss.
Ja, aber schaffen muss ich weiter. Ich muss ja die hungrigen Mäuler stopfen. Elisabeth! Wenn ihr doch meine Tochter Elisabeth als Novizin nehmen könntet. Aber ich hab dir doch schon gesagt, dass wir die Kleine nicht nehmen können. Es tut mir leid. Warum denn nicht? Sie ist ein Bauernmädchen. Aber sie ist doch trotzdem ein Kind Gottes. Der niedrige Stand soll sich nicht über den höheren erheben. Wir sind von Adel. Oder würdest du Ochsen und Pferde, Schafe und Esel in einen einzigen Stall sperren? Es ist schon alles gut, so wie es ist. Hildegard meint es auch so. Die meint es auch in vielerlei sonstiger Hinsicht so, dass eben der Mensch an dem Platz bleiben soll, wo Gott ihn hingestellt hat. Also gegen soziale Mobilität, gegen Aufstiegsprozesse, die sie ja in ihrer Zeit sehr gut beobachten konnte. Doch je mächtiger und bekannter sie wird, umso stärker ist auch die Kritik an Hildegard. Eine konkurrierende Äbtissin beklagt in einem geharnischten Brief: Mir ist Ungewöhnliches zu Ohren gekommen, nämlich, dass eure jungen Frauen an Festtagen beim Psalmengesang mit losen Haaren in der Kirche stehen. Hildegard legt die Regeln aus, wie sie will. Eine Zumutung in einer Zeit, in der jede Abweichung verdächtig macht. Auch in Rom will man wissen, ob auf dem Disibodenberg gegen die Regeln der Kirche verstoßen wird. Öffnet das Tor! Wir werden erwartet! Im Herbst 1147 erreicht eine Untersuchungskommission das Kloster. Der Bischof von Verdun soll den Fall im Auftrag des Papstes prüfen. Was hört und sieht Hildegard in ihren Visionen? Darf sie weiter ihre Schriften verbreiten? Wir haben Merkwürdiges von euch gehört und sind ziemlich erstaunt, um es vorsichtig auszudrücken. Deshalb frage ich euch, könnte es nicht sein, dass es Träume sind, die ihr in eurem weiblichen Unverstand für Visionen haltet? Nein, ich schlafe nicht. Ich bin immer wachen Geistes, wenn das lebendige Licht zu mir spricht. So wach, wie ich es jetzt bin. Man sagt, ihr schreibt bisweilen in einer unverständlichen Sprache, die nur ihr selbst zu verstehen in der Lage seid. Wer gibt euch diese Worte ein? Der Allmächtige? Nur eine Spielerei, ehrwürdiger Bischof. Eine Spielerei ohne Bedeutung. Eine Spielerei? Die Lingua Ignota ist die wohl geheimnisvollste Hinterlassenschaft Hildegards. In der Hessischen Landesbibliothek sind die meisten Schriften im Wiesbadener Riesenkodex erhalten. Der Experte für mittelalterliche Schriften Michael Embach erforscht die Lingua Ignota, die unbekannte Sprache, wie sie das Mittelalter nennt. Auf 5 Seiten erscheinen Wörter einer rätselhaften Sprache mit ihrer lateinischen und deutschen Übersetzung. Viris Karl, der Bart. Malzgier, der Zahn. Duelitz, der Teufel. Auffällig ist dabei, dass ausschließlich Substantive vermittelt werden und substantivierte Adjektive. Das heißt, es fehlen sämtliche Bestandteile einer Sprache, die Grammatik bilden könnten, die Syntax bilden könnten. Und das bedeutet, dass diese Sprache, diese künstliche Sprache, nicht gesprochen werden konnte. Noch bizarrer ist der nächste Eintrag. Ein komplettes Alphabet. Seltsame Zeichen mit ihren lateinischen Entsprechungen. In dieser Schrift schrieb Hildegard an befreundete Klöster. Wollte man so geheime Botschaften übermitteln? Wohl nicht. Die Historiker sehen die Sache gelassen. Ich denke, dass diese Sprache, diese künstliche Sprache, ein Licht wirft auf die Kreativität Hildegards, auf ihre Fantasie, mit der sie Sprache handhaben konnte. Das ist ein enormer kreativer Akt, der hinter einer solchen Sprache steht. Und das verdient natürlich alle Anerkennung.
Schwester Hildegard, ihr wollt ziemlich hoch hinaus. Nein. Ich bin nur eine niedrige Magd, die unserem Herrn folgt und sein Wort verkündet. Die Schriften Gottes auszulegen, diese Anmaßung steht einem Weib nicht zu. Aber der Herr selbst gab mir diesen Auftrag. Aus dem geöffneten Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder. Es durchdrang meinen Geist und setzte mein Herz gleich einer Flamme in Brand. Und plötzlich offenbarten sich mir die Schriften, die Psalter und die Evangelien. Ich habe genug gehört, ehrwürdiger Abt. Ich werde dem Heiligen Vater Bericht erstatten. Die Gelegenheit dazu bietet sich, als Papst Eugen III. Nach Trier kommt. Gelobt sei Jesus Christus. Mein lieber Bischof von Verdun möge im Fall dieser Nonne Bericht erstatten. Was hat eure Befragung des Weibes ergeben? Ist sie wahrhaftig des Teufels, wie man sagt? Für Hildegard steht alles auf dem Spiel. Wie wird der Papst entscheiden? Sieht er in ihr die Heilige oder die Ketzerin? Auf einem großen eisenfarbigen Berg thronte ein Lichtherrlicher, schreibt sie hier, dass seine Herrlichkeit meine Augen blendete. Und wie erklärt sie diese Vision? Sie sei die Posaune Gottes, behauptet sie. Das ist Gottes Licht. Posaune des Allmächtigen? Welch eine Anmaßung. Ist es tatsächlich Gott Vater, der sich durch sie äußert? Dann wäre sie eine große Prophetin. Oder spricht der Leibhaftige aus ihr? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Das Weib ist vom Teufel besessen. Sie ist von Gott auserwählt. Sie lästert Gott. Im Namen des allmächtigen Gottes, dessen Stellvertreter ich auf Erden bin, fälle ich nun das Urteil über die Magistra Hildegard. Gott, der Herr, hat Großes an dieser Frau getan. Der Teufel hat keine Macht über sie. Sie wurde von Gott erwählt und wir sollten auf sein Wort hören. So steht der Verlauf der Geschichte in Hildegards Vita, die sie maßgeblich selbst formuliert hat. Dafür gibt es keinerlei schriftliche Quellen. Und man weiß, dass schon damals der Vatikan eine sehr fortschrittliche Behörde war. Die haben alles aufgeschrieben. Also wenn es das so gewesen wäre, dann hätte man das in den Akten gefunden. Hat man nicht. Die Historiker sind sich aber einig, dass in dieser Zeit, wo die mündliche Überlieferung noch so groß war, der Papst offensichtlich informiert worden ist und mündlich gesagt hat, er hält das, was da geschieht, für positiv. Hildegard, die Meisterin der Selbstdarstellung, hat also aus einer guten Geschichte eine noch bessere gemacht. Die päpstliche Anerkennung gibt ihr die Macht, auf die sie gewartet hat. Der Abt vom Disibodenberg muss sie schließlich ziehen lassen. 1151 verlässt Hildegard mit ihren Nonnen den Berg. 4 Jahrzehnte hat sie dort im Kloster verbracht. Ein ganzes Leben. Und doch nur der Auftakt zur Erfolgsgeschichte der Nonne Hildegard, die in späteren Zeiten von Bingen genannt wird. Denn dort will sie ein neues Kloster bauen. Für den Disibodenberg beginnt mit dem Auszug der Niedergang. Die Chronik des Klosters endet abrupt.
Hildegard hat ihr Ziel erreicht. Sie kann die Provinz verlassen und dorthin ziehen, wo die Nachrichtenströme des Reiches zusammenlaufen. Am Zusammenfluss von Rhein und Nahe bauen die Nonnen ihr Kloster Rupertsberg. Von nun an wird Hildegard auch den Mächtigen trotzen. In hunderten Briefen wettert sie gegen die Gottlosigkeit der Herrschenden. Auch den neuen König Friedrich Barbarossa mahnt sie. Wegen der Blindheit deiner Augen, die nicht richtig sehen, wie du das Zepter der Blindheit zum deiner Augen, in deiner Hand halten musst. Die nicht richtig sehen, wie du das Zepter zum rechten Regieren in deiner Hand halten musst. Für Hildegard beginnt ihr zweiter, öffentlicher Lebensabschnitt. In ihrer Vita ist von Predigtreisen ins gesamte Reich die Rede. Wenn auch ein Teil der Briefe und Berichte über Hildegards Erfolge heute von der Forschung angezweifelt wird. Einmal ist sie Barbarossa und seiner Frau wirklich begegnet. 1154 stellt der König Rupertsberg in Ingelheim unter seinen persönlichen Schutz. Fortan ist sie nur noch Barbarossa und dem Papst verantwortlich. Hildegard von Bingen stirbt mit damals fabelhaften 80 Jahren. Ihre Gebeine liegen bis heute in der Pfarrkirche von Aibingen. Wenige Jahrzehnte nach ihrem Tod beginnen die Nonnen, ihre Heiligsprechung zu beantragen. Doch sie scheiterten daran, Rom zu überzeugen. Offiziell heilig ist Hildegard bis heute nicht. Einmal im Jahr wird ihr Schrein durch den Ort Rüdesheim am Rhein und die Weinberge getragen. Die Nonnen der dortigen Abtei, die von Hildegard begründet wurde, pflegen die Erinnerung an die große Äbtissin und Kirchenlehrerin. An eine Seherin und Visionärin, deren Lehren heute mehr Menschen faszinieren denn je. Und an eine Frau, die nicht nur aus ihrer Zeit herausragte. Ein Wind blies von einem hohen Berg und brachte mit seinem Wehen eine kleine Feder in Bewegung, die aus sich selbst keinerlei Fähigkeit zum Fliegen besaß, sondern diese nur durch den Wind empfing. Zweifellos veranlasste dies der allmächtige Gott, um zu zeigen, was er durch ein Wesen, das von sich nicht das Geringste sich zutrauen würde, zu wirken vermag. Die Verfasserin dieser Zeilen war die einflussreichste Frau ihrer Zeit. Aus eigener Kraft heraus und gegen alle Widerstände.